Friedrich Ludwig Bouterweck, Philosoph und Literaturhistoriker, 1815 bis 1828, Wenderstraße 77. Friedrich Ludwig Bouterweck. Friedrich Ludwig Bouterweck, auch Friedrich Bouterweck, geboren am 15. April 1766 in Oka am Harz, gestorben am 9. August 1828 in Göttingen, war ein deutscher Philosoph und Schriftsteller. Leben. Bouterweck war der Sohn des Friedrich Ferdinand Bouterweck, dem Direktor des Bergwerks zu Oka. An der Universität Göttingen studierte Bouterweck Jura und Philologie bei den Professoren Christian Gottlob Heine und Johann Georg Friedrich Feder. Beeinflusst durch Freunde und auch durch die Lektüre der Werke von Friedrich Schiller und Jean-Jacques Rousseau, wechselte Bouterweck bald zur Literatur und Schriftstellerei. Trotzdem beendete er erfolgreich sein Jurastudium. Unter dem Pseudonym Ferdinand Adrianow debütierte er in den Musenalmanachen von Gottfried August Bürger. Anschließend an sein Studium bekam er eine Anstellung am Oberappellationsgericht in Hannover. Durch Johann Wilhelm Gleim gefördert, wurde Bouterweck der Zutritt zu verschiedenen literarischen Kreisen in Berlin erleichtert. 1789 ließ sich Bouterweck als Privatdozent in Göttingen nieder und lehrte anfangs Geschichte. Später beschäftigte er sich mit der Philosophie von Immanuel Kant, den er auch in der Zeit persönlich kennenlernte. 1796 wurde Bouterweck als ordentlicher Professor zum Nachfolger seines Lehrers Feder berufen. In den Jahren 1801 bis 1819 entstand Bouterwecks Geschichte der Poesie und Beredsamkeit. Dieses Werk gilt heute noch als eine der letzten wirklich universalen Leistungen der Literaturgeschichte. In seinen philosophischen Vorlesungen sprach Bouterweck in jedem Wintersemester über Ästhetik. In der Diskussion zwischen Immanuel Kant und Baruch Spinoza vertrat Bouterweck einen eher gemäßigten Rationalismus. Beeinflusst durch Friedrich Heinrich Jacobi wandelte sich Bouterwecks philosophischer Realismus zu einem System des Virtualismus. Hier, scheint es, hatte Bouterweck großen Einfluss auf Arthur Schopenhauer, der in Göttingen sein Schüler war. 1806 heiratete Bouterweck in Wehnde bei Göttingen Sophie Julie Westfeld. Mit ihr hatte er drei Töchter und zwei Söhne. Der Historienmaler Friedrich Bouterweck war sein Neffe. 1826 starb seine Ehefrau mit 54 Jahren in Göttingen. Zwei Jahre später starb Friedrich Ludwig Bouterweck im Alter von 62 Jahren am 9. August 1828 in Göttingen. Werke: Ästhetik, Geschichte der Poesie und Beredsamkeit seit dem Ende des 13. Jahrhunderts, Graf Donnermar, Ideen zu einer allgemeinen Apodiktik.